Hey und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Jetzt haben wir ja noch zwei Quests. Einmal diese Polizeistation. Und einmal das mit der Runermesse zu den Oberlandbewohnern. Und die Polizeistation bleibt bei uns auf dem Bächen. Deswegen habe ich uns schon hierher geportet. Und jetzt fangen wir einfach an. Und ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Wunderbar. So, dann rennen wir mal. In welchem gibt es hier noch ein paar Sachen zu sehen? Ja, holen wir die Knarre raus. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Entsorgung. Jalbert Brother. Brothers. Das. Na gut. Das ist Shadow mit Ich habe Feind. Und du? Der Arschgeschoss. Schätzt du von dem blöden Vieh? Die sind damit alle gerade von den zwei Ratchet durchgetötet worden. Wow, 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 wow. Geschafft. Direkt beim ersten Mal. In diesem Terminal findest du die Worte des heiligen Atom. Überantwortet an Bruder Edmund. Niederer Schreiber und Volksmann auf Atoms leuchtendem Weg. Mögest du, der das liest, die Erleuchtung finden, die du suchst. Sei gesegnet. Dann lassen uns nur gesegnet sein. Entdeckung. Verpriesen sei Atom. Unsere Pilgerreise ist zu Ende. Er hat uns mit einem Ort voll strahlender Macht gesegnet. Diese heilige Ruhestätte der Brüder Gilbert wird unsere Mission werden. Hier werden wir Atom einen Schrein errichten. Wir sind wahrlich gesegnet. Wilde. Eine Gruppe Philister kam zu uns. Mit Versprechen froher Kunde haben sie ihre Waren präsentiert, wie billige Huren. Wir haben ihr Spiel durchschaut. Sie meinten, sie wollten mit uns handeln, aber sie hatten nur Lügen und Versuchungen zu bieten. Aber wir blieben atomtreu und badeten die Ungläubigen in chlorreicher Strahlung. Sie sind bei Atom. Jetzt und immer da. Wie geil ist denn das, bitte? Priesen sei Atom. Erschreien oder schreien. Wir sammeln Atoms Macht aus Fesseln und den Maschinen, die einst die Autos der alten Welt antrieben. Wir sind nur jämmerliche Arbeiter, keine Künstler. Aber unsere Ergebenheit spiegelt sich im Schrein wider. Endlich gibt es einen Ort für alle Gläubigen, an dem sie sich versammeln und beten können. Gepriesen sei Atom. Ich find's so geil. Ich will aber eigentlich in die Safe-Steuerung. Wo ist der Safe? So. Schnell raus hier. Wir werden von Atomen verstrahlt. Wir sind wahrscheinlich an der Strahlung gestoppt, glaube ich, langsam. Alter! Ah! Saufiecher! Scheiße, ich bin schrock. Ah. Mistviech. Schon wieder. Voll wie dieses Vieh, du. Ach Gott, wie gut waren das bitte gerade. Ach, die. Wenn sie mich halt immer so verschrecken, denen wäre es ja halb so schlimm. Komm, Doc, mit mir gehen. Oh, da bleibt auch noch einer. Oder sind die, die gekommen sind zum Handeln? Jetzt hatte ich aber nur der schrecklich geredet. Also, ich wollte eigentlich dann nur. Aua! Ah, es war knapp. Probieren Sie es nochmal. Auf hier.
Autschen. Renn doch, Achtung, die Kuh. Oh Mann, ey. Oh! Ich Arschloch. Cram. Ehrlich jetzt? So scheiß Affe. Oh nein, nicht noch einer. Komm. Eat Dog. Dog Meat. Mit noch eine wollen wir jetzt nicht kommen. Das ist ein Bärleben. Wunderbar. Grey Garden. Willkommen in Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Cool. Das ist ziemlich genial. Ich wette, ihr könnt rund um die Uhr arbeiten. Natürlich, Liebling. Unsere einzigartige Hierarchie ermöglicht uns einen dauerhaften Betrieb. Was ist aus Dr. Grey geworden? Wie so viele andere ist er im Krieg umgekommen. Ein schrecklicher Verlust. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Wieso hat Dr. Grey euch diese Persönlichkeiten verpasst? Ein Genie ist ruhelos. Es kann Stillstand nicht ertragen. Dr. Grey hatte genug von der Standardpersönlichkeit des Mr. Handy. Er hat sich von seinen Lieblingscharakteren aus dem Fernsehen inspirieren lassen. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Das Wasser? Es ist schrecklich. Das ist es. Einfach schrecklich. Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Könntest du uns vielleicht helfen? Also, was soll ich tun? Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Weston-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Ich glaube, dass irgendjemand wollte, dass ich die Dinger nur meine Lieblingscharaktere. Aha. Mach, also wir hätten dann Richard Helm rum. Und Captain Jack Sparrow. Man hätte so einen Goku der Helm rumlaufen. Oh, das wäre irgendwie cool, ne? Lass meinen Hund in Ruhe. Was ist das? Ich loote Ersch. Hallo. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Sagst du mir, wer du bist, bevor ich antworte? Alles zu seiner Zeit. Wenn du auf unserem Gelände bleiben willst, rate ich dir zuerst meine Fragen zu beantworten. Ich versuche nur hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast, finde ich das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Das hier wäre für uns beide viel leichter, wenn du kooperieren würdest. Also, wo kommst du her? Ich komme aus Sanctuary Hills. Liegt hinter Concord. Ich kenne das Gebiet von unseren Karten, war aber selbst noch nicht dort. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Ich helfe euch weiterhin, aber du schuldest mir erst eine Erklärung. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sterlernen Bruderschaft. Hi. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice.
Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken, aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Helen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der sterbenden Bruderschaft zu helfen? Ja, klar. Lasst uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Dach jetzt, wer? Helen, bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann mal los, Leute. Okay, Großer. Gehen wir. Ja, ja. Komme ja schon. Befehle des Aufklärungsteams Gladius. Die aktuellen Befehle des Aufklärungsteams Gladius lauten folgendermaßen. In das Gebiet mit der Bezeichnung Commonwealth vorrücken, um eine gewöhnliche Fernaufklärungsmission durchzuführen. Jegliche außergewöhnliche Aktivitäten sind per Fernkommunikation an Schwertschneide zu melden. Einsatzdauer nicht festgelegt. Paladin Dance. Paladin Dance persönlicher Eintrag. Nach mehreren Monaten hat mein Trupp gerade die Grenze ins Commonwealth überschritten. Wir haben uns entschieden, sofort die Region Boston nach einem sicheren Gebäude zu durchsuchen, was wir als Aufklärungshauptquartier nutzen können. Wir haben ein sicheres Gebäude in Cambridge entdeckt, das offenbar ein Polizeirevier war. Wir konnten das Gebäude säubern und fanden eine Menge Vorräte und Munition aus Vorkriegszeiten. Nachdem Hayden feststellte, dass die Covega-Fabrik in Lexington möglicherweise wertvolle Vorkriegstechnologie enthalten könnte, starteten wir einen Durchsuchungseinsatz. Ich befahl Dawes, die Anlage zu erkunden und er fand dort eine erhebliche Anzahl Raider vor. Ich gab den Befehl zum Angriff. Als wir uns näherten, wurde auf unseren Trupp geschossen. Ritter Warwick wurde verwundet, also befahl ich einen Rückzug nach Cambridge. Auf dem Weg trat Ritter Bratch auf eine Landmine. Leder Helen versuchte ihn zu behandeln, aber Bratch erlag seinen Verletzungen. Ich möchte herausheben, wie löblich Helen sich für ihn eingesetzt hat. Ich habe das Ding allein fertig gemacht. Unser gescheiterter Einsatz in Corvega ist jetzt 2 Tage her und ich muss leider melden, dass Ritter Warwick verstorben ist. Ich autorisierte sie, ihn mit einer Überdosis Schmerzmittel Sterbehilfe zu leisten. Ich möchte erneut den Einsatz herausheben, mit dem Leder Helen sich bemüht hat, Warwick zu retten. Und dass sie ohne Widerworte meinen letzten Befehl befolgt hat. Wir haben heute Bezugspunkt A113, den nächsten Mann verloren. Dieser Bereich enthält 2 Ruinen, nämlich den Flughafen von Boston und Fort Strong. Der Flughafen ist beinahe vollständig verlassen, aber in Fort Strong wimmelt es nur so vor Supermutanten. Wir wollten in der dortigen Waffenkammer auch munitionieren, aber Ritter Sergeant Dawes wurde getötet. Das ist seit unserer Ankunft schon der 2. Rückzug, den ich befehlen musste, und unser 3. Tote. Ich empfehle eine baldige, vollständige Bombardierung dieser Position. Lady Helen hat ungewöhnliche Energiewerte gemessen. Angeblich befindet sie sich auf einer Trägerfrequenz eines extrem hohen Frequenzbands, wodurch sie sehr wahrscheinlich nicht aus der Vorkriegszeit stammen. Die Werte treten außerdem nur sehr sporadisch, äußerst kurz und nur an sehr bestimmten Orten auf. Die Signale klingen sehr schnell ab und sind schon nach wenigen Stunden von Helens Instrumenten verschwunden. Wir haben nicht die notwendigen Geräte, um den Ursprungsort der Werte herauszufinden, also versuchen wir, ihn durch Triangulation zu ermitteln. Wir versuchen, Schwertschneider die Energiewerte zu senden, die Helen ermittelt hat, aber die High-Gain-Antenne aus des Reviers wurde von einer Rakete eines Supermutanten beschädigt und wir können die Daten nicht übertragen. Helen versucht, die Antenne zu reparieren, aber sie weiß noch nicht, ob wir die nötigen Ersatzteile haben. Wie geht's jetzt weiter? Hey. Paladin. Bist du bereit? Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. ArcJet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Komm, Scheiße, das war zu leicht. Warte. Wir haben Gesellschaft. Feinde wieder aufgespürt. Sie vernichtet. Über die letzten 7 Jahre hat die Bruderschaft 2 weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Sie haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die 2. Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, riss der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Das sind eigentlich mal Hundeflash.
Dogmeat. Hörst du das? Gefunden! Feuer einstellen! Für die Bruderschaft! Ja, da warst du doch mal mit M Hund klarkommen. Hey. Ah, da ist er hier endlich wieder. Da wären wir. ArcJet Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Sollten. Dance. Pass auf. Wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Okay. Alles schön nach Vorschrift. Mhm. Verstanden? Ich kenne die Vorschrift nicht, aber okay. Das ist nicht mein erstes Tänzchen. Das ist mir klar. Ich wollte dir nur einen Tipp in Sachen Taktik geben. Wäre klug, wenn du ihn beherzigst. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Natürlich nicht. Niemals. Es geht los. Denn ich loot aber währenddessen, das sag ich dir. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Das stimmt wohl, da muss ich ihm leider recht geben. Wow, sieht's hier aus. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Ist das Werk der stählernen Bruderschaft? Leider nein. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Was sind Synths? Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann. Haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Sicherheitsbedenken. CEO, ich möchte, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Team eine neue Sicherheitsstrategie für den ArcJet-Komplex ausarbeiten. Das ist unser erster Auftrag für die USSA. Und ich möchte keine Probleme mit der Sicherheit haben, wenn wir am XMB-Hilfstriebwerk arbeiten. Verdoppeln Sie die Bewahrung rund um die Uhr und installieren Sie automatische Abwehrmaßnahmen innerhalb der Anlage. Sam, was zum Teufel ist da unten los? Wie ist ein Pressevertreter an der Sicherheit vorbei, durch die gesamte Forschungseinrichtung bis zum Maschinenkern gekommen, ohne unsere Alarme oder Geschütztürme auszulösen? Wir haben hier einen ganz schönen Schlamassel und Ihre Aufgabe wird es sein, ihn wieder zu beseitigen. Das Spiel habe ich ab meins mehr Uhr. Aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren könnten. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Mach das. Woher berge ich alles? Wow. Und Dogmeat, was ist denn los? So unruhig halt. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Alles klar. Paladin Dance. Sei still. Ihr wimmelt es nur so vor Feinden. Wo? Das Snorkel-Computer, den habe ich nicht gesehen. Passwort erforderlich. Laborsteuerung. Fehlerverbindung zum Prototyp nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an die Techniker. Mal die Sicherheitstür öffnen, bitte. Gut, wir haben vielleicht ein Problem. Ist an mir kommt keiner gewesen? Vorbei. Zerstörung eines anderen Synth bestätigt. Feind vernichtet. Wir haben nicht nur für Leiche Probleme, wir haben Probleme, mein Lieber. Psst. Ich hab was gehört. Bewegung entdeckt. Seltsam. Schaut der voll laut aus. Feindliche Präsenz. Sie müssen sich terminiert werden. Ja. Systeme offline. Mission erfüllt. Wie schön.
Na? Die verdammten Synths haben sich hier überall festgesetzt. Warte mal, ich gucke mal, ob ich die Hecke kann. Dann halt nicht. Marsflug. Nach 6 Monaten hat die United States Space Administration endlich ArcCheck den Auftrag für die Entwicklung des Antriebs- und Kommunikationssystems von Projekt Marsflug erteilt. Es war riskant, mein Team vor Erteilung des Auftrags mit der Arbeit am XMB-Hilfswerk Hilfstriebwerk anfangen zu lassen, aber es sieht aus, als würde sich das bestens bezahlt machen. Heute konnte ich unser XMB-Hilfstriebswerk-Team um Dr. Rory McClellan erweitern. Es gibt kaum jemanden, der Dr. McClellan das was erreichen kann, wenn es um nukleare Antriebssysteme geht. Kurz vor den Feiertagen ist es an der Zeit für einen kurzen Blick auf alles, was dieses Jahr so bei ArcCheck Systems passiert ist. Noch vor 5 Monaten hat mein Unternehmen verzweifelt versucht, sich über Wasser zu halten. Jetzt, da die Projekte XMB-Hilfstriebwerk und Hochleistungssender auf Hochtouren laufen, sieht es aus, als würde ArcCheck eine zweite Chance bekommen. Dank Dr. McClellan hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass wir ein Problem mit dem XMB-Hilfstriebwerk haben. Die USSA beharrt darauf, dass das Triebwerk das zulässige Gewicht nicht überschreiten darf, aber dank dem Untersystem zur Uraniumveredelung sind wir ein paar hundert Tonnen darüber. Die USSA hat ihre PR-Kampagne für Projekt Marsflug gestartet und ArcCheck Systems steckt mittendrin. Letzte Woche habe ich wohl 15 verschiedene Interviews gegeben, in denen immer und immer wieder dieselben Fragen gestellt wurden. Hoffentlich löst Dr. McClellan unser Gewichtsproblem bald, sonst bekommen wir nie wieder einen Auftrag der USSA. Kaum zu glauben, aber Dr. McClellans Team hat endlich das Gewichtsproblem des XMB gelöst. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Schrauben festziehen und das Ding den Triebwerkskern hieven. Wenn wir Glück haben, können wir den Testlauf des Hilfstriebwerks direkt nach Neujahr durchführen. Schon lustig, das ganze Jahr über sah alles so trostlos und chaotisch aus und pünktlich zu den Feiertagen scheint dann endlich alles zu klappen. Wir haben für den Testlauf des XMB-Hilfsbetriebwerks im Triebwerkskern morgen einen Fototermin festgelegt. Wir schicken sie alle runter in den Kontrollraum, wo sie ihre Fotos durch das Thermoglasfenster schießen dürfen. Der Unfall vor dem Testlauf des XMB-Hilftriebwerks ist jetzt 2 Wochen her. Irgendwie hat ein Fotograf es geschafft, ein paar Stunden zu früh an den Sicherheitsleuten vorbei in den Triebwerkskern zu gelangen. Dabei wurde der Fotograf vollständig eingeäschert. Gott, dem Himmel sei Dank, dass niemand sonst davon Wind bekommen hat. Brent soll sich um die Überreste kümmern, schließlich bezahle ich ihn ja dafür. Wenn die Öffentlichkeit von diesem Unfall Wind bekommt, ist das Projekt gelaufen, dann kann ich draußen gleich zu verkaufen Schild aufstellen. Scheiße. Aufgrund der Unruhen in Übersee ist die USSA sich unsicher, ob sie das Projekt Marsflug fortsetzen soll. Man hat mir gesagt, dass je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, möglicherweise ein Jahr oder mehr pausiert werden muss. Wenn das eintritt, müssen wir irgendwie mit den Einnahmen des Hochleistungssender-Vertrags über die Runden kommen, den wir bereits erfüllt haben. Während uns die Welt um die Ohren fliegt, hoffentlich kann unsere Regierung das alles regeln, damit wir wieder an die Arbeit gehen könnten. Ganz leider nicht. Tut mir leid, jetzt leiden. Lang lebe die Bruderschaft. Ich war doch noch gar nicht fertig hier. Doch war ich. Aber da leid noch ein Blätschen. Verdammt nochmal, ja. Energiewaffen verursachen dauernd auf 5% mehr kritischen Schaden. Perfekt. Jetzt können wir weiter. Bedrohung ausgeschaltet. Ja, bitteschön, ey. Genau das liebe ich an diesem Job. Ziel eliminiert. Ich guck mich um. Ist mir scheißegal. Und ich gehe auf jedes Klo im Spiel. Wenn der jetzt wieder in ein Feuergefecht gerutscht, will ich nicht her. Ich brauche Hilfe. Was sagt er noch, Mo? Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Und los geht's. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Ich pass auf, du bist damit, glaube ich, so stumm. Sieh dir das mal an. Die Gelehrten könnten sich hier ewig austoben. Ich ja trotzdem. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Alles klar, Chef. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Na, also. Chunk Chat. Na, also. Energie. Achtung, der Maschinenkern wird mit
Notstrom betrieben. Um Energie zu sparen, wurden alle nicht wichtigen Systeme und Vorgänge deaktiviert. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Kopfwunde. Autsch. Da drüben, schnappt ihn hier. So machen wir das in der Bruderschaft. Scheint, als hätten wir den Kern gesichert. Gehen wir hoch in den Kontrollraum. Nach unten. Wessen, wenn ich jetzt den Kern mitnehme, den Fusionskern, geht wahrscheinlich alles aus. Gehe ich mal davon aus. Ich glaube, wir sind nicht allein. Hallo. Da drüben, Zugriff. Seltsam. Greife Feind an. Hey, du Depp, stehst genau vorne drauf. Ich hoffe, das war der letzte. Verdammt, ich sehe das Ding nirgends. Untersuch mal die Überreste der Sins. Sie waren vielleicht auch hinter dem Sender her. Verschwinden wir von hier. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Hast du das Ding in alle Luftjagd und... Oder erinnere ich mich da einfach falsch? Das ist nett. Der Bunker sieht sauber aus. Weiter geht's. Ja, Doc, mit, ich komm gleich. Moment. Paladin Dance. Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Besser? Ich finde, es lief doch super. Wir sind beide noch am Leben und wir haben den Sender. Die Details sind nicht weiter wichtig. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Vielen Dank. Danke. Gerne, Zivilist. So, und was die zweite Sache angeht. Ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Ich weiß nicht. Das ist eine große Entscheidung. Ich verstehe also, weshalb du zögerst. Wenn du beschließt, dass du zu uns gehören willst, weißt du ja, wo du uns findest. Hey. Viel Glück. Tschüss, Dan. So, jetzt haben wir uns leer gemacht. Jetzt gehen wir nur der Wasserbereitungsanlage gucken. Und das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen und...